Matthias Köchl von den Grünen ist am Wort. Man bekommt bei der Bank dann einen Kredit, wenn man nachweisen kann, dass man ihn nicht benötigt. Das hat viel Wahrheit, diese Aussage, und jetzt im Zusammenhang mit dem Crowdfunding-Gesetz trifft das umso mehr zu. Im Ursprung ist dieses Gesetz, wie wir es hier heute beschließen, auch mit den Stimmen der Grünen, eigentlich ein grünes Gesetz. Es ist nämlich ein Gesetz zur basisdemokratischen Finanzierung unternehmerischer Ideen, wenn ich es einmal so formulieren möchte. Und die Grünen haben Basisdemokratie als einen wesentlichen Grundwert auch in ihrem Programm. Also unser Vorschlag, basisdemokratische Finanzierung innovativer Ideen, wenn wir hier heute einen entscheidenden Startimpuls setzen, dann hat es unsere Unterstützung. Sicher kann man, und da kommen ja die entsprechenden Anträge, noch ein bisschen mutiger vorgehen, 20.000 Euro statt 5.000 Euro Limit. Ja, selbstverständlich. Trotzdem bin ich jetzt richtig erfreut, weil wir haben am 8. Juli letzten Jahres, also vor genau einem Jahr, diesen Antrag hier mit der Kollegin Roberta Lichtenegger hier im Parlament eingebracht. Und nach einem Jahr haben wir jetzt hier eine halbwegs und eigentlich sehr vernünftige Grundlage für weitere Entwicklungen. Es geht aber, und das möchte ich auch noch anmerken, es geht aber jetzt nicht nur um dieses eine Tool, wie wir unternehmerische Ideen finanzieren, sondern es geht letztendlich auch darum, dass man die Gründungskultur, und da sind wir uns mit dem Herrn Staatssekretär ja sehr einig, in Österreich forcieren müsste. Weil ich darf schon meine Meinung kundtun, ich habe den Eindruck, die meisten Österreicherinnen und Österreicher sitzen ähnlich müde wie Sie jetzt hier in Ihren Sesseln quasi gegenüber der Idee, Geld in Unternehmen zu investieren. Also da sind die Menschen in Österreich noch total zurückhaltend und etwas müde. Und das können wir durch solche Gesetze entsprechend natürlich erleichtern und anstoßen. Also ich bin da ganz, ganz optimistisch, dass da einiges weitergeht. Wir haben ja einige Vorschläge, 40 Punkte Land der Gründer, wo viel Vernünftiges dabei steht. Und wenn man jetzt anschaut, wie lang diese Legislaturperiode noch geht, 40 Monate in etwa, gehe ich davon aus, da müsste man jetzt eigentlich jedes Monat eine Maßnahme im Umfang des Crowdfunding-Gesetzes umsetzen. Das ist jetzt ein ambitioniertes Ziel, aber das wäre jetzt eigentlich mein Ziel, dass man in die Richtung kommt. Und was ich auch noch gesagt haben möchte, wir brauchen dringend einen etwas offeneren Zugang auch zum Thema Aktiengesellschaft, kleine Aktiengesellschaft, aber auch einen offeneren Zugang zum Thema Genossenschaftsrecht reformieren, Revisionsverbände anderer Natur, unabhängig auch von Raiffeisen zu etablieren. Also das wären ganz, ganz wichtige Ansätze, die wir unterstützen wollen. Also da bin ich jetzt optimistisch, dass wir mit dem heutigen Tag einen guten Startschuss gemeinsam gesetzt haben. Danke sehr. In Österreich müsste die Unternehmensgründungskultur forciert werden, appelliert Matthias Köchl von den Grünen. Das Gesetz ist ja grundsätzlich in Ordnung.